Hi ho und willkommen zu meinem Video und vor allem zu einem Update, was bei mir persönlich gerade so los ist. Wo fange ich denn am besten an? Also bei uns ist gerade, also ich für mich bin gerade komplett ungeduldig. Also ich habe so das Gefühl, ich warte gerade auf alles. Ich warte zum einen darauf, dass eine Serie kommt, auf die ich jetzt warte. Die kommt aber erst am 9. Juli. Juni war es. Dann auf zum anderen war ich die letzten Tage auch oft einfach, ich habe so eine komplette Unruhe. Ich kann euch echt nicht sagen, wo es herkommt, aber auf der einen Seite bin ich voll unruhig. Auf der anderen Seite bin ich aber auch schon wieder so komplett im der Sommer kommt Vorbereitmodus, wo ich mir dann auch so denke, muss das sein? Also es ist so, diese Gedankengänge gehen mir schon sehr durch den Kopf. Und heute war es tatsächlich auch so, wir haben heute den 23. Mai. Und heute wollte ich meinen Eltern ein Essen runterbringen. Ich habe noch einen Rest gehabt, ein kleines selbstgemachtes Brötchen, und das wollte ich meinem Papa bringen. Und im Hausgang war eben Sonnenlicht und ich war so fertig. Ich habe mich gefühlt, also ich bin immer noch nicht ganz wieder auf dem Damm und mein Kopf funktioniert auch noch nicht ganz komplett. Aber ich habe so einen Sonnenschaden weggekriegt, wie ich es immer so nett nenne. Ist echt blöd gelaufen. Dann im Moment jetzt gerade, wir haben 21.47 Uhr, musste meine Mutter losziehen, um meinen Vater und den Hund abzuholen, weil da gibt es gerade auch nicht so gute Nachrichten. Also Tassilo ist jetzt bis Dienstag letzter Woche hat er nur die Untersuchung, also ist jetzt eine Woche her. Er hat ungefähr zwei, drei Tage vorher angefangen. Also schätzungsweise so seit Donnerstag vor 2 Wochen. Also das ist jetzt grob geschätzt. Genau weiß ich es auch nicht. Hatte Tassilo jede Nacht immer noch versucht abzuhauen. Aber meine Mama war irgendwie besser im Zaunbogen, weißt du, also Erfahrung macht da auch den Meister, und hat es dann geschafft, dass er nicht mehr abhauen konnte. Blöd war bloß, dass er dadurch, dass er nicht abhauen konnte, hat er halt extrem gescharrt gemacht, getan und hat es eben versucht, und dabei hat er sich dann am Knie verletzt. Und zwar jetzt so richtig doof, und jetzt ist das Band im Knie ab. Und aufgrund von Alter und allem hat der Tierarzt dann gesagt, es wäre klüger, da jetzt nicht zu operieren und alles. Und ja, es sieht so aus, als ob Tassilo tendenziell meinem Opa im Himmel besucht. Langfristig. Also da könnte es sich auch in den nächsten Wochen, Monaten, also man weiß es ja nicht. Auf der anderen Seite scheint es auch schon wieder besser zu werden, aber wieder auf der anderen Seite ist es heute so, dass er geholt werden musste, weil er nicht mehr bis nach Hause gekommen ist. Es ist immer so ein Hoch und Runter. Ja, was noch? Ja, sonst fällt mir jetzt gerade so auf die Schnelle nichts ein, weil ich nicht weiß, weil ich das letzte Mal euch was erzählt habe. Aber was gibt's noch? Ich überlege. Ich bin gerade wieder am Krumbach-Kisten sammeln für die nächste Krumbach-Aktion, weil da gibt es jetzt dieses Jahr ein kleines Blühschäschen. Und ja, da würde ich gerne eins haben. Läuft aber nur noch bis zum Juli. Ja, Geburtstag stand heute. Ändert sich auch gerade wöchentlich.
neige ich dazu, weil ich ja dieses Jahr 30 werde, meinen Geburtstag ins Winter, also die Feier ins Winterhalbjahr zu verschieben, weil ich gerne einen Kuchen hätte mit Buttercreme. Und Buttercreme und Hitze, das ist irgendwie nicht so die ganz gute Idee. Ja, das ist so eine Überlegungsgeschichte, die da gerade noch bei mir mitspielt. Ja, und sonst eigentlich gibt es tatsächlich bei mir gerade nichts groß Neues, weil die meisten Sachen gerade, die passieren, sind so projektabhängig. Und das Zimmerprojekt ist halt gerade mein größtes Projekt. Ja, gut. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was bei euch so die letzte Zeit los war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.